Hi, ich bin wieder eure Hanna und heute werde ich Trockenshampoo und Trockenshampoo-Charme testen und schauen, was der Unterschied dazwischen ist und welches besser ist. Ich habe meine Haare jetzt 2 Tage nicht gewaschen und die sind auch etwas fettig. Und deswegen finde ich, ist das jetzt die perfekte Zeit, um das zu testen. Ich persönlich bin kein großer Fan von Trockenshampoo, weil es halt immer sehr weiß ist. Zum Beispiel sieht man das hier drin. Ich habe das nämlich einmal für euch hier reingesprüht und trocknen lassen und das ist vorhin auch hier total drauf abgepudert und drauf gestaubt, wie man das sehen kann. Ja, also ich mag aber generell gar kein Trockenshampoo. Ich habe das auch nie wirklich benutzt, aber auf jeden Fall wollte ich einfach mal eins. Und dann haben wir aus Versehen das hier gekauft. Wir dachten, das wäre normales Trockenshampoo. Und dann haben wir zu Hause gesehen, dass da Schaum draufsteht. Dann waren wir erstmal richtig verwirrt, so, was ist das? Deswegen testen wir das heute. Was war das? Also man soll ja eigentlich seine Haare nicht so oft waschen, da das auch sehr ungesund ist für Haare. Aber ich zum Beispiel, das haben auch sehr viele Menschen bei uns zu Hause, haben das glaube ich so gut wie alle, dass die Haare nach einem Tag sofort wieder total fertig sind und man so gut wie jeden Tag duschen müsste. Und deswegen finde ich, ist das eine sehr gute Idee. Nur halt, wie gesagt, wird das immer weiß. Deswegen hoffe ich einfach, dass das hier viel besser ist. Also ich erkläre euch jetzt erstmal, wie man das anwendet. Das wissen ja höchstwahrscheinlich alle. Also einfach auf die Haare sprühen und dann ausbürsten, wenn ihr möchtet, nochmal mit einem Handtuch rübergehen. Aber das ist eigentlich nicht. Also das sollte eigentlich nicht notwendig sein. Und das hier, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach auf die Hand den Schaum geben, in die Haare einmassieren und dann entweder so circa 4 Minuten trocken lassen oder mit dem Föhn 1 Minute alles trocken föhnen. Ich habe hier also wirklich alles da. Ich habe einen Föhn, ich habe ein Handtuch, falls man das braucht. Ich habe das beides, eine Bürste und einen Spiegel. Okay, und dann fangen wir direkt an. Ich fange aber mit dem Trockenshampoo an und das mache ich auf diese Seite und den Schaum mache ich auf diese Seite. Okay, erstmal muss man beides natürlich schütteln. Wie siehst du, sich streckt wie so ein Pinguin. Okay, dann einfach drauf sprühen. Was ist das? Ja, also wie man sieht, sehr weiß. Und auf jeden Fall mache ich das jetzt nochmal hier unten drauf. Das mache ich nämlich auch immer, weil da ist es ja auch fertig. Ja, egal. Krass. Okay. Also es dauert auf jeden Fall auch ein bisschen so, weil man das auch erstmal irgendwie alles halt dann so ausschütteln muss und so. Also ich mag generell halt, wie gesagt, deswegen auch kein Trockenshampoo, weil es einfach viel zu weiß ist und deswegen ist es einfach viel zu doof zu benutzen. Ja, also, das hier ist jetzt das Endergebnis von dem Trockenshampoo, aber ich habe es halt noch nicht gebürstet, das mache ich nämlich am Ende. Auf jeden Fall hier hin auch. Ja, es ist halt wirklich, es sieht nicht gut aus und es fühlt sich richtig ekelig an. Okay, dann mache ich jetzt das mit dem Schaum und auch der muss geschüttelt werden. Und dann einfach auf die Hände. Meine Haare werden halt jetzt eher nass gerade, aber da steht ja auch, dass man das trocknen lassen muss und vielleicht auch föhnen muss. Deswegen würde ich einfach mal sagen, dass es danach einfach besser aussieht.
Und auch hier wieder. Okay, das ist echt ein bisschen eklig. Aber die Anwendung an sich finde ich irgendwie cooler als dieses komische Spray da so drauf. Also dieses Spray da einfach nur drauf zu sprühen und deswegen, ja, ich finde auch, bis jetzt hat man davon viel noch. Ich weiß aber nicht, weil das noch nicht wirklich oft angewendet, benutzt wurde. Auf jeden Fall, das Trockenshampoo ist auch schon fast leer. Das habe ich noch nicht oft benutzt. Das normale. Ich bin nicht so ein Trockenshampoo-Fan. Das benutze ich nämlich nie wirklich. Da ist eher Hayley so der Kenner und der Profi da drin. Viele verschiedene Arten von Trockenshampoo, die ich schon hatte. Ich gerade sagen, jetzt würde ich mir die Haare färben. Und okay. So. Also jetzt sieht das bis jetzt noch fettiger aus als vorher. Und jetzt wird es auf jeden Fall noch geföhnt. Hier ist mein Föhn. Oh, der ist schon angesteckt. Okay. Okay, also ich habe jetzt meine Haare fertig geföhnt und jetzt kämme ich beide Seiten einmal durch und ich finde, das sieht jetzt schon echt gut aus. Don't leave that. Okay, also das sieht echt gut aus und es fühlt sich auch echt gut an. Auf jeden Fall noch einmal diese Seite. Ich komme da gar nicht mit der Bürste wirklich lang, weil das einfach eklig ist. So eine Bürste. Also diese Seite fühlt sich einfach noch sehr fettig an, die fühlt sich auch echt eklig einfach an und alles. Ja, aber diese Seite, die fühlt sich wirklich wie frisch gewaschen an. Sieht auch so aus, meiner Meinung nach. Und ist auch einfach sehr weich und fluffig. Ja, also ich bin wirklich mit diesem Ergebnis viel mehr zufrieden als mit diesem hier und ich glaube, diesen Schaum, den muss ich mir einfach nochmal kaufen, weil so, das hält einfach die Haare süß. So bleiben halt einfach die Haare gesünder, weil man die nicht so oft waschen muss und das ist einfach besser als das hier, weil das sieht man. Und das sieht man. Ja, also kann ich nur empfehlen, so ein Trockenshampoo-Schaum. So, also das hier ist jetzt nicht, das kann man halt auch nicht so richtig rauskämmen. Deswegen ist diese Seite halt auch viel heller als die andere Seite. Und ich finde einfach, das sieht doof aus, wenn das einfach so weiß ist. Dann so, das sieht halt einfach scheiße aus. Ja. Also, ich entschuldige mich für das Wort, aber ich mag das einfach nicht. Und ja, also das ist einfach wirklich viel besser geworden. Ja, also kann ich euch nur empfehlen, falls ihr genauso denkt wie ich und Trockenshampoo nicht mögt. Also, das ist auf jeden Fall erstmal unbezahlte Werbung. Und auf jeden Fall habe ich das Trockenshampoo von Isana, also von Rossmann. Und
Den Schaum habe ich von DM, also von Balea, DM, ja, ist ja dasselbe. Ja, auf jeden Fall liegt das jetzt nicht nur an Rossmann und Isana, dass das so schlecht ist, sondern generell finde ich Trockenshampoo nicht so gut, weil das halt jedes Trockenshampoo hinterlässt weiße Spuren. Auch wenn es sagt, dass es keine hinterlässt, werden trotzdem weiße Spuren da sein. Also diesen Schaum, den habe ich wirklich vorher noch nie gesehen. Die beiden riechen natürlich auch sehr gut und ich war echt, als wir das so hatten, war ich schon so, warum hat das so eine Spitze? Weil ich habe halt so einen Lockenschaum und das sieht halt genauso aus. Und deswegen war ich auch so erstmal so richtig verwirrt, so, hä? Wir haben doch Trockenshampoo gekauft. Ja, auf jeden Fall finde ich das einfach viel besser, weil die meisten, die sich so richtig darum kümmern, dass es nicht fettig ist, die geben halt generell sehr viel Zeit damit hin. Da kann man auch mal sich eine Minute länger nehmen, um das hier drauf zu machen, statt dass man dann weiße Rückstände hat und zum Beispiel Locken oder so ganz umsonst gemacht hat, weil das dann weiß ist. So, also ich werde jetzt noch ein paar Kommentare vorlesen. Und ich habe mir übrigens die Haare geflochten. Das war von meinem letzten Video. Okay, ich fange an mit... Hatte früher Roblox. Ich hatte es 4 Jahre lang. Jetzt ist es langweilig. Ja, also das Spiel ist halt wirklich, manchmal ist es wirklich langweilig, weil man nicht weiß, was man spielen soll. So, ich habe keine Lust, also zum Beispiel, man hat dann keine Lust auf irgendwie so ein Tower, aber man hat auch keine Lust auf Adopt Me oder keine Ahnung, was man spielt und dann weiß man nicht, was man spielen soll. Sowas kenne ich auch, sowas habe ich auch manchmal, aber ja, dann spiele ich es einfach nicht, sondern mache was anderes. Dann kannst du mich grüßen, heiße Anna. Liebe Grüße gehen raus an Anna. Und ja, dann kannst du Adopt Me spielen. Ich spiele auch. Ja, okay, also ich kann auf jeden Fall mal Adopt Me spielen. Ich spiele es auch schon etwas öfters. Nur, dass ich eher mehr Glück als Verstand in diesem Spiel habe. Das kann ich dann weiteres einfach erklären, wenn ich das mal spiele. Das kann ich dann auch bald spielen, weil das ist eigentlich sehr spaßig, auch das zu machen und so. Ja, auf jeden Fall. Ich liebe dich und ich liebe Roblox. Ja, also ich liebe auch Roblox und liebe Grüße gehen raus an Jule. Und ich spiele das jetzt auch, glaube ich, schon seit ein paar Jahren. Ich war aber nie wirklich so, zum Beispiel das mit den ganzen Robux, das hatte ich nie wirklich, erst bis vor kurzem. Dann habe ich mir die ersten Robux gekauft und das fand ich so cool. Dann habe ich noch ein paar mehr gekauft, aber auch nicht so viele, weil ich möchte auch nicht so viel Geld für ein Spiel ausgeben. Dann kannst du mich grüßen, ich heiße Jessica, bitte. Liebe Grüße gehen raus an Jessica und ja. Dann halt ganz viele Controller-Emojis, dann liebe Grüße gehen raus an Petra. Und dann noch, ich hatte früher auch mal Roblox, fände es auch cool, wenn du das Format öfters machen könntest. Heißt sie übrigens Tamara, liebe Grüße gehen raus an Tamara. Oh, ich find diesen Namen so wunderschön. und ja, also ich mache das jetzt, glaube ich, auch etwas öfters, weil anscheinend hat es euch ja gefallen. Und wenn es euch gefällt, dann kann man das natürlich öfters machen, vor allem, weil es macht auch mir sehr viel Spaß. Und wenn es euch Spaß macht, dann kann man das auch öfters machen. Und keine Angst, das wird jetzt kein Gaming-Kanal. So, das hätte ich, glaube ich, selbst nicht die Nerven. So, einfach, weil nur Roblox zu spielen ist auch langweilig, weil das Einzige, was ich spiele, ist halt Roblox und Among Us. Und das kann auch irgendwann echt langweilig werden, deswegen... ja, also da wir gerade so im Roblox-Thema sind, könnt ihr auf jeden Fall in die Kommentare einfach schreiben, was ihr möchtet, so was ich als nächstes auch mal spiele. Und ihr könnt reinschreiben, ob ich mal irgendwie bestimmte Haarstyles ausprobieren soll oder so. Ja, auf jeden Fall. Und schreibt sowas einfach. Dann könnt ihr als Emoji, was auch immer ihr wollt, euren Lieblings-Emoji, den ihr als allererster Stelle habt, so den ihr am meisten benutzt, den macht ihr einfach in eure Kommentare. Was? In die Kommentare, dazu euren Namen oder einen süßen Text, damit ich euch gut grüßen kann. Und ja. So, das war's dann jetzt auch schon mit dem Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben. Und dann würde ich auch mal sagen, bis zum nächsten Video. Und tschüss!